Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Spielchen hier, Stardew Valley. Aber irgendwie habe ich kein Tor, habe ich keine Musik. Ja, egal. Auch nicht. Ja, gut. Wie mache ich das jetzt? Host. Liebeshof, Liebeshof. neuer Aufhosten. So. Jetzt muss ich. Windspanne normal. Anfangshütte, keine. Hä? Die Anfangshütte, keine. Natürlich, keine. Was denkst du denn? Hier steht Anfangshütte und ich habe keine angegeben. Nein, du musst ja wahrscheinlich eine bauen. Hä? Haare. Stell einfach mal so einen Bauer. Welche Frisur passt denn so gut zu mir? Haare 1. Hemden haben sie einen Haufen Auswahl, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Hosenfarbe, Haarfarbe und so. Ach, kein Plan. So, liebstes Haustier. Katze. So, Name. GK. Hofname. Mag gerne Laura. Hofname. Ich will jetzt nur den Hof, den Vorhof nehmen. Boah, was? Warum? Ja, mein Vorhof. Wortspiel. Das Wortspiel, das Wortspiel verstehe nicht mal ich. Was ist ein Vorhof? Das hast du um deine Nippel drum. Ich weiß, dass es wieder Bauernhof heißen soll. Und darum frage ich ja, wie der Hof heißen soll. Vorhof. Wie ist der Vorhof? Weil es ein Wortspiel ist. Das Wortspiel verstehe ich aber nicht. Ja, ich verstehe das Wortspiel nicht. Weiß ich, was ein Vorhof ist? Doch, natürlich weiß ich, was ein Vorhof ist. Ich komme hier nicht wieder mit dem Ding um die Nippel. Ja, aber das ist halt nun mal. Nein, das ist nun mal. Was denn doch? Vorhof ist es, vor der Tür deinen Hof hast. Du hast ja Haustür rausgehst, da hast du keinen Hof. Der Vorhof. Bin den Namen nicht gut. Mach mal einen Flussbetthof. Waldhof. Oder Standardhof. Flussbetthof. Waldhof.
Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbeete verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Steiniges Terrain und ein sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet er ein Mineralvorkommen, Möglichkeiten zum Bergbau. Eine Menge gutes Land, hier aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Oder der Standhof, ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Ja, stand das auch früher. Okay, ich hab den Namen für den Hof. Ja, sag er. Mühlenhof. Mühlenhof, von woher? Mühlenhof. Ja. Gut, okay. Das Wort nein. Hast du noch nie was von Mühlenhof? Ah, doch. So, da ist der Onkel oder Großvater. Enkel, Großvater. Und für meinen ganz besonderen Enkel möchte ich, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Ja, gut, danke. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von den wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert ist, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun lass Opa sich ausruhen. XX Jahre später, also 20 Jahre. Jo, da bin ich. Lieber Chikei, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist. Nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jedem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz, Mühlenhof, er liegt im Sterntautal an der südlichen Küste. Es ist der perfekte Ort, um mit einem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbares Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren. Mein Junge, viel Glück. Ich liebe dein Opa. PS, wenn Levis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Gut. Ich glaube, kann das Spiel nicht aus Versehen spielen. Ja. Aber Buchenhof wäre der bessere Name. Und sie mit Buchenhof. Wann kannst du eigentlich dazukommen? Nur das fertig hat. Vogel. Hallo, du musst GK sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeisterin Levis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein. Ein wenig für deine Augenkunft auf. Ah, ja, ja. Komm, ist da drüben. Folge mir einfach.
Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Schrecklich. Das ist der Reinhof. Yay! Oder auch nicht. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier in Nu Ordnung geschafft. Ja, ich bin ja auch nicht alleine. Auch wieder mal. Jo, Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Ah, unser Neuankömmling. Also irgendwie, der Avatar sieht voll böse aus, ne? Also das Bild hier sieht voll lieb aus. Willkommen, ich bin Levis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Da muss man festmachen, hä? Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Das ist ein gutes Haus. Sehr rustikal. Ja. Habe ich ja doch eine Hütte am Anfang. Ha. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich! Gar nicht auf sie, GK. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Okay. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, lege es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Und nun viel Glück. Ich muss nochmal neu anfangen. Warum? Ich brauche eine Hütte. Nee, 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 nee. Was? Keine freien Plätze auf dem Wie jetzt? Keine Plätze auf dem Server. Ah, super. Warte mal, bei der Gelegenheit möchte ich noch was gucken. Warte, warte, warte. Na, scheiße. Machst du es auch wieder so, wie es war? Wieso, wie es war? Es ist schnell gemacht hier. Wie es verarschen? Hallo, das ist genau das, was wir sehen, oder? So, Host. Neuer Hof. Eine Hütte. Was? Wie heißt der Hof? Buchenhof. Buchenhof. Glaube Mark. Okay. Laura. Wer? Ach ja, Haare 1. Hütte 1, Intro überspringen. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Ich hab fast. Oh mein Gott.
Praktisch, dass da jetzt auf jeden Fall eine Hütte steht. Ich vermute mal, dass in der Hütte drin ist. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Ich mach die Steine weg. Ich denke mal schon. Ja. Hey, was war das? Nein, aber ich muss sagen, meine Energie ist halt down. Ja, genau. Was war ich jetzt da? Wie krieg ich mal eigentlich dieses Teil da weg? Das Teil, wo ich davor stehe. Was machst du da für Blödsinn? Down.